Es geht ja darin setzt du dich auch mit dem Buch Moby Dick auseinander. Was hat dich da eigentlich so dran fasziniert, sozusagen ein Buch, ein Klassiker der Weltliteratur als Grundlage für die Ausstellung zu nehmen? Der Titel Ocean oder die Beschäftigung mit dem Ozean oder dem Meer an sich, die stand schon relativ lang, oder ich habe darüber recherchiert, auch im Zuge, weil ich mich viel mit dem Philosophen Gilles Deleuze auseinandersetze und er den Ozean als einen vom Menschen nicht zu strukturierenden Raum irgendwie beschreibt. Und über die Recherche bin ich auf das Buch Moby Dick gestoßen und hatte das erstmal gar nicht vor, das als künstlerische Arbeit irgendwie zu verwerten oder da tiefer einzugehen. Und als ich dann aber angefangen habe, das eigentlich privat quasi zu lesen, ist mir aufgefallen, erstens, wie fantastisch dieses Buch komponiert ist und zweitens, wie viele Überschneidungen es in diesem Buch und in den Thematiken des Buchs mit meiner eigenen Arbeit gibt, gerade über Ephemeris oder den Umgang mit Natur oder den Umgang mit solchen Räumen wie dem Ozean als vom Menschen nicht zu strukturierenden Räumen. Und da kam dann die Verknüpfung quasi zu meiner eigenen Arbeit und so langsam hat sich dann ein Konzept hier für die Räume der Rudolf-Scharf-Galerie ergeben. Und so viel kann man ja verraten, der Wal an sich taucht gar nicht auf, auch nicht Ahab taucht in der direkten Weise nicht auf. Was sehr viel auftaucht, ist sozusagen die Oberfläche des Meeres in einer gewissen Weise ist eigentlich, dass du fast an dem Buch oder das aufgreifst, was sozusagen nicht da ist oder nicht sichtbar ist. Ja. Ist das etwas, was dich dann generell interessiert in der Arbeit? Genau, also meine Beschäftigung mit Oberflächen, beispielsweise jetzt hier von den Zementtextilien, die Faszination für diese Oberfläche oder dieses Material stammt letztlich daher, dass es ein sehr zerbrechliches, fragiles Material ist und das letztlich für so eine Setzung oder ein ewiges Kunstwerk so gar nicht taugt, sondern eben für so leichte Formen der Rauminstallationen und da haben etwas sehr Ephemeres und diese Form von Oberflächenästhetik, die hatte ich auch in Moby Dick eben wieder gefunden, weil er auch sehr, sehr subtil von genau solchen ästhetischen, zerbrechlichen, ephemeren Räumen auch schreibt, wie jetzt beispielsweise dem Meer. So dass diese Arbeiten auch eigentlich nicht mehr woanders installiert werden können, weil in dem Moment, wenn du sie abnimmst, zerbrechen sie. So ein bisschen wie die Wasseroberfläche, die ja auch eine gewisse Analogie zu den Wasseroberflächen hat, die wir nicht anfassen können, auch wenn wir sie, weil sie sich dann sofort wieder verändert, sich entzieht und damit auch verschwindet. Ja. Und dieses Zeitliche im Grunde, was im Grunde sozusagen ein bisschen ja auch dem Objekt gegenübersteht. Kunst ist ja häufig auch ein bisschen das Objekt, das Bild, das man schafft, das auch immer da ist. Ja. Und du versuchst so ein bisschen in vielen der Arbeiten genau das Gegenteil zu machen, was zu machen, was danach nicht mehr da ist. So, wo kommt das eigentlich her? Also diese Faszination für eben genauso zeitliche Kunstformen wie jetzt beispielsweise Musik, also die beneide ich. Ich würde manchmal gerne Kunst schaffen können, die eine ähnliche eher Raumwirkung erzeugen kann, wie beispielsweise ein Konzert, wo es einen Anfang gibt und ein Ende und in dieser Form gibt es eben diesen Kunstgenuss und danach ist er vorbei. Und das hat einen ganz bestimmten Zauber und den wünsche ich mir manchmal für die eigene Arbeit, dass es eben genau diese Leichtigkeit und diese feine Setzung irgendwie in der Zeit hat. Und annähernd ermöglichen mir diese Zementtextilien eben über In-Situ-Arbeiten für ganz bestimmte Räume Situationen zu erzeugen
und auch diese Zerbrechlichkeit des Materials so zu thematisieren in der Art, wie ich es hänge und wie ich es auch installiere oder zeigen möchte, dass da eben diese Einmaligkeit der Arbeit irgendwie zur Geltung kommt und die auch so nie wieder gezeigt wird, einfach weil sich die erstens danach wegwerft und auch weil sie einfach jedes Mal immer nur für die Räume geschaffen sind, also für die Lichtsituation, für die Länge der Wand, die Größe und genau. Ja, und in der Ausstellung entgegenstehen eigentlich die, diese großen Folien, die nun gar nicht ephemer sind, sondern sehr objekthaft sozusagen, ja, den Raum auch versperren. Man darf da, glaube ich, auch durchlaufen. Genau. Was bekommen die für eine Bedeutung sozusagen innerhalb der Ausstellung oder auch in Bezug auf Moby Dick? Also um vielleicht die Parallele zwischen den Bojen und den Zementtextilien irgendwie versuchen zu erklären, ist das, dass ich quasi ähnlich wie bei den großen Wandinstallationen nicht an einer monumentalen Setzung interessiert bin, sondern eigentlich nach einer flüchtigen Momentaufnahme hat mich die Boje als Konzept, also eine flüchtige Setzung irgendwie interessiert und habe letztlich dann aus dieser Idee heraus, dieser feinen Setzung auf diesem großen, weiten Ozean irgendwie eine Konstruktion entwickelt, die sich aus ganz einfachen Holzstreben besteht und die eben sehr leicht transportabel ist und einfach eine bestimmte ephemere Struktur irgendwie hat und so einer monumentalen Skulptursetzung einfach total entgegensteht, die ja auch eben einen Ewigkeitsanspruch irgendwie eigentlich hat. Und das sind so Dinge, die mich dann irgendwie weniger interessieren und so eher nach diesem. Ja, Sie sind ja auch hier in den Räumen in der Rudolf-Scharf-Galerie, versperren Sie aufgrund der Größe eindeutig den normalen Weg, aber man kann doch durchgehen. Ja. Das ist genauso dieses Zwischenelement zwischen sehr großem Objekt und dann doch etwas einer offenen Struktur, sagen wir mal so. Es gibt ja jetzt relativ viele auch Bezüge zu dem Roman Moby Dick. Ich glaube, haben jetzt nicht alle gelesen oder ist schon sehr, sehr lange her, dass ihr diesen Roman gelesen habt. Kann man dann die Ausstellung überhaupt denn, verstehen oder ist es für dich wichtig, dass die Besucher wissen, um was es hier eigentlich in dem Buch geht? Also prinzipiell glaube ich, dass die Arbeiten an sich für sich stehen und man die Bezüge zu Moby Dick prinzipiell erstmal nicht verstehen muss. Letztlich habe ich diese Bezüge zu Moby Dick eigentlich dadurch aufgebaut, dass viele Momente, wie man eben wie gesellschaftliche Strukturen oder da gibt es gibt eben viele, viele Parallelen auch zur heutigen Zeit, die mich irgendwie fasziniert haben und dass auch Dinge wie Ozeanoberfläche und die Boje dort eine ganz bestimmte symbolische Bedeutung haben, die ich für mich sehr interessant fand, aber letztlich in meiner eigenen Arbeit auch nochmal anders umgesetzt habe. Deswegen ist der Roman letztlich auch etwas, was so irgendwie so mit eingeflossen ist und auch in der Ausstellung immer wieder subtil angedeutet wird, auch in den Videoarbeiten und in der Mindmap, die ich um die Videoarbeiten auf dem Boden geschrieben habe oder auch in diesem Gedichtband, der zur Ausstellung mit auftaucht, kommen immer wieder Anklänge von Moby Dick mit rein und verschwinden dann aber auch wieder und es wird auch wieder eine eigenständige Installation. Also es ist alles nur ein Angebot oder ein relativ fließendes Gesamtkonzept. Ja. Deine Auseinandersetzung mit dem Buch, also ja, wie du schon gesagt hast, in so einem sozusagen Mindmap verinnerlicht und aufgezeichnet und die Mindmap dann sozusagen als großen durchgehenden Faden hier eigentlich auf den Boden gemalt, der sich jetzt dann auch damit auch die unterschiedlichen Arbeiten fast miteinander verwebt, verknüpft und in unterschiedlichen Richtungen geht. Ist das, was ist da jetzt sozusagen von den verschiedensten Aspekten mit eingeflossen? Ist das mehr was Assoziatives, was dir eingefallen ist, während du das Buch gelesen hast? Oder ist es mehr schon eine richtige Auseinandersetzung und versucht von Analyse des Buches? Also während der Lektüre des Buches ist mir aufgefallen, dass es einfach unglaublich komponiert ist, was
philosophische Andeutungen und auch also ästhetische Komposition, gerade was Farben und Symbole angeht. Und um das völlig zu durchdringen, habe ich angefangen, in Form einer Mindmap genau diese Andeutungen, die wirklich über das ganze Buch verbreitet, immer wieder an, also so stichpunktartig so auftauchen, habe ich versucht, die eben festzuhalten für mich und auch diese Verknüpfungen halt zu entschlüsseln. Also es ist eben genau eine Analyse des Buches über bestimmte philosophische Fragestellungen. Gleichzeitig finden sich in dieser Mindmap auch immer wieder eigene Assoziationen, natürlich auch immer mit dem Hinblick auf meine Arbeit, weil ich ja auch an ganz bestimmten Fragestellungen eben interessiert bin und das geht schon immer jeweils sehr stark in diese Richtung. Also beispielsweise sind sehr viele Metaphern des Textilen drin, ob es jetzt ein gewirktes Textil ist, ein gewebtes oder ein Patchwork und so, also solche, und das sind eben ganz topische, philosophische feststehende Begriffe und die habe ich eben versucht, so anhand des Romans so ein bisschen auch für mich selbst besser zu verstehen und dadurch gibt es eben viele Verknüpfungen auch dann zu meiner Arbeit, die sich eben auch mit solchen Begriffen auseinandersetzen oder versuchen. Diese, so die Mindmap und die auch jetzt, worüber wir sehr viel geredet haben, die Auseinandersetzung mit einem Buch, klingt sehr theoretisch und konzeptuell. Würdest du deine Arbeit selber jetzt auch als konzeptuell bezeichnen? Meine Herangehensweise ist auf jeden Fall konzeptionell. Gleichzeitig bin ich irgendwie aus einer sehr ästhetischen Schule raus bei Helmut Dorn und es ging viel immer um Licht und um Poesie und Materialität und auch das spielt in meiner Arbeit eine große Rolle. Gleichzeitig versuche ich, dass solche Dinge niemals eine Form von Beliebigkeit haben, sondern eigentlich immer von einer bestimmten Idee durchdrungen sind und ich jeden Handgriff weiß, warum ich ihn tue. Und dadurch sind die Arbeiten meistens konzeptionell stark untermauert, sage ich jetzt mal. Ob das dann jedes Mal in der Arbeit wirklich alles so auftaucht, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber die Herangehensweise, meine erste Recherche für neue Arbeiten sind grundsätzlich konzeptionell angelegt. Das kann man sehr gut bestätigen, es kommt wahrscheinlich im Film nicht so gut rüber, aber in der Ausstellung, dass sie eigentlich sehr poetisch ist, aber auch leise in einer gewissen Weise, dass wie das Meer sozusagen, ja, dass es ein Meer sich oder ein Wasser sich leicht kräuselt, es hat eine Poesie, eine Ruhe, braucht aber eine gewisse Form von Meditation oder Ruhe, um sich darauf einzulassen. So entdeckt man das auch in den einzelnen Zitaten, die man nicht alle lesen muss, aber jedes Zitat, jede Verknüpfung, jede Sequenz, die du aufgeschrieben hast, führt einen als Betrachter ja durchaus wieder weiter an Assoziationen, ja. An Gedanken. Ja, es ist sehr es greift eben all die Metaphern aus diesem Buch auf, Metaphern aus meiner eigenen Arbeit. Und räumt dem Betrachter natürlich einen sehr großen assoziativen Raum eben ja, auch ein, was ja auch wichtig ist. Ja. So. Jetzt auch jetzt für die Ausstellung produzieren wir normalerweise für die Ausstellung immer auch einen Katalog, auch hier in dem Fall. Aber im Fall ist ja sozusagen dieses Buch schon fast mehr wie ein Künstlerbuch oder eine eigene Arbeit oder ein eigenes Kunstwerk, das sich im Grunde hier eingliedert in die Arbeit, in die gesamte Ausstellung. Vielleicht kannst du da ein bisschen was mehr dazu sagen. Ja, das greift vielleicht ein bisschen auf, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich eben stark konzeptionell immer an neue Aufgaben herangehe. Und als ich die Möglichkeit eben von euch bekommen habe, dass wir zusammen einen Katalog machen, habe ich eigentlich als allererstes über das Buch an sich nachgedacht. Und dann habe ich mich mit der Bitte an euch gewandt, ob ich was schreiben darf, weil das so formal das Naheliegendste für ein Buch ist. Und da bin ich sehr glücklich, dass ihr da mitgegangen seid. Und ich habe dann auf Basis meiner Arbeit, die ich hier gemacht habe, und auch parallel nebenher eben ein Gedicht verfasst. Und auch dort fließen eben Gedanken zu diesem Moby Dick-Thema, zum Thema Ozean, zum Thema Vergänglichkeit und Flüchtigkeit und eben diese ephemere Weise, die ich eben in alle Arbeiten irgendwie immer versuche mit einfließen zu lassen, die ist jetzt hier quasi in literarischer Form nochmal, taucht die auf und
Genau, ich hatte riesen Spaß, mich auf dem Gebiet der Kunst mal austoben zu dürfen. Genau, ja. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Also es ist halt mehr sozusagen auch ein Lese- und Blätterbuch, was sozusagen sich dann nochmal wieder auch assoziativ die Gedanken, die es hier in der Ausstellung auftauchen, wieder weiterführen. Ja. Genau, es gibt auch, wenn man das Gedicht so durchgeht, hat auch nicht eine bestimmte Reihenfolge, die man irgendwie einhalten muss, aber wenn man mal aufmerksam irgendwie die einzelnen Worte und Begriffe irgendwie auffasst, sieht man auch die Verknüpfung zu den ganzen Arbeiten, die in der Ausstellung auftauchen, und es geht alles sehr stark ineinander.